Die Skisaison ist da. Zeit für Audi, zwei echte Spitzensportlerinnen zu einem ganz speziellen Duell herauszufordern. Wir haben heute unsere zwei Spezialdisziplinen zuerst auf Skiern, da wird sicherlich Hilde ihren Vorteil ausspielen können. Aber ich hoffe, den Rückstand, den ich mir wahrscheinlich einfange beim Skifahren, dass ich den mit dem tollen SQ5 dann wieder einholen kann. Genau das ist die Herausforderung. Beide Sportlerinnen müssen sich nämlich auch auf dem Spezialgebiet ihrer Konkurrentin beweisen. Die Strecke ist dabei so ausgelegt, dass beide ihr fahrerisches Können voll ausspielen müssen. Das ist ein Parallelslalom, schöne offene Tore, geht nicht zu weit hin und her, muss man einfach super gut anschieben am Start, weil es eher flach ist. Und dann Geschwindigkeit aufnehmen und engste Linie bis ins Ziel beibehalten. Für Hildegard wird es wohl beim zweiten Durchgang spannend, wenn die beiden die Strecke mit dem 313 PS starken Audi SQ5 bewältigen müssen. Und mit dem Auto bin ich mir jetzt nicht so sicher, mit dem Auto durch Tore, auf Schnee, weiß ich nicht, lasse ich mich überraschen. Natürlich werde ich da nicht so schnell sein wie sie, aber schauen wir, wie am Ende die Nase vorne. Ich hoffe, dass ich keinen Überschlag baue. Viel Spaß. Und wenn du schneller bist, treibe ich dich nicht. Nice, Mann. Jetzt wird's spannend. Durchgang 1, das Skifahren. Wie stellt sich die Schweizerin Rahel Frey im Duell gegen eine echte Ski-Olympiasiegerin an? Mit aller Kraft stößt sich Hildegard ab und schafft gleich auf den ersten Metern einen deutlichen Vorsprung. In Ideallinie wirft sich Hilde den Hang hinunter. Auch Rahel Frey sucht als Rennfahrerin natürlich die Ideallinie, hat aber längst nicht so viel Schwung drauf bekommen. Am Ende ist der Vorsprung von Hildegard im Ziel deutlich. Fürs erste Mal hast du das ganz gut gemacht, oder? Ja, ich bin zumindest nicht hingefallen. Ich habe versucht, so stark abzustoßen wie nur möglich, wobei ich habe mir, glaube ich, da schon einen Rückstand eingefangen. Ich denke, dass das beim Autofahren nicht anders ist. Ja, werden wir sehen, werden wir sehen. Mittlerweile hat die Sonne die Piste aufgeweicht. Die beiden erwartet eine ordentliche Rutschpartie auf dem Hang. Der hochmotorisierten Auto auf Schnee, da heißt es wahrscheinlich ein bisschen gefühlvoll Gas geben, damit man nicht gleich durchdreht. Aber ich freue mich jetzt schon drauf. Absolut. Tolle Autos. Und zudem, wir haben noch Spikes. Spikes, das heißt, es sind kleine Nägel im Reifen drin, für besseren Halt, speziell auf der Vorderachse, dass du das Auto wirklich gut platzieren kannst. Ja, dann schwimmt er nicht ganz. Genau, genau. Also auf geht's in die zweite Runde. Jetzt muss Audi-Werkfahrerin Rahel Frey zeigen, was sie hinter dem Lenkrad kann. Denn ihre Seite ist die schwerere, mit mehr Senken und Bodenwellen. Hildegard legt auch hier gut los, beherrscht den SQ5 scheinbar spielend und geht sogar in Führung. An der Schlüsselstelle im Hang aber findet Rahel Frey den richtigen Dreh und zieht vorbei. Trotzdem alle Achtung, Hilde. Das war knapp. Oh Mann! Hat Spaß gemacht, oder? Eine tolle Erfahrung, hat richtig Spaß gemacht. Ich fühle mich wohl, das Auto zu bewegen, das ist ein super Handling. Also für mich heißt es, ich fühle mich sicher. Auch wenn er mal ausbricht, runter vom Gas, dann weiß ich wieder, was zu tun ist und das Auto folgt mir. Und wer hat jetzt gewonnen? 1-1 unentschieden. 1-1 wollen wir noch eine Münze werfen. Schön, dass sich diese Gewinnertypen auch mal über ein Unentschieden freuen können. Übrigens, der Audi SQ5 fährt sich auch auf Asphalt hervorragend.